Guten Morgen, guten Tag, guten Abend oder gute Nacht, je nachdem, wann ihr euch dieses Video auf meinem YouTube-Kanal oder hier auf Gameplay Gamers anschaut. Heute stelle ich euch mal die Anime-Serie Magical Shopping Arcade Abenobashi vor. Ich habe hier die Blu-ray-Fassung in der Hand und es ist die Collector's Edition und es gibt eigentlich auch nur diese eine Ausgabe davon. Also Collector's Edition ist dann vielleicht ein bisschen zu viel gesagt. Jedenfalls sind hier auf dem Cover die beiden Hauptcharaktere Sashi und Arumi abgebildet. Die leben quasi in so einer Ladenstraße, einer Shotengai. Und das ist halt in Japan ein bestimmtes Phänomen, was ausstirbt, aber dazu sage ich gleich noch was, eventuell. Aber konzentrieren wir uns erstmal hier auf das Unboxing. Jedenfalls, so sieht die Box von vorne aus. Hier unten ist dann eben das große Logo, wie die Serie heißt. So sieht die Packung von der linken Seite aus und man sieht auch direkt, dass das Material nicht so wirklich stabil ist, denn hier sind dann schon die ersten Dellen drin und so weiter. Das hat sich schon ein bisschen ausgebeult beim Versand. Ist halt sehr, sehr schade. Jedenfalls steht hier eben das Logo. Dann haben wir hier dann nochmal so ein Bild von Arumi und da oben halt Toxic Sushi, das Label von Nippon Art. Und hier dann nochmal so ein kleines Artwork und die Angabe, dass zwei Blu-ray-Discs in dieser Box enthalten sind. Und hier auf der Rückseite kann man dann sehen, ich habe das von Nippon Art gestellt bekommen, es ist also ein Muster. Und hier sind dann eben noch ein paar Screenshots aus der Serie zu sehen, hier dann ein Text und hier dann ein sehr schönes, reizvolles Artwork. Und zu den technischen Spezifikationen lässt sich sagen, alle Folgen liegen in 1080p im 16:9 Format vor, Sprachen und Ton liegen in Japanisch PC im Stereo bzw. Deutsch Dolby Digital 5.1 vor, Untertitel gibt es auf Deutsch, Laufzeit ca. 325 Minuten, ist also mit 13 Episoden recht kurzweilige Anime-Serie, die ja noch schnell vorbei ist, und als Bonus gibt es Sticker und ein Poster, also sprich das typische Bonusmaterial von Nippon Art. Ja, so sieht die Box dann aus, wenn ich sie raushole, ist also quasi ein Schuber und man kann hier dann auch erkennen, das FSK 16 Logo ist nur auf der Innenseite aufgedruckt, also wenn ihr quasi diese Packung hier verschweißt im Laden seht, dann wird mit Sicherheit das FSK Logo nochmal draufgeklebt sein, das war bei mir eben nicht der Fall. Aber muss ja so gemacht werden, aus gesetzlicher Hinsicht hin. Jedenfalls ist die Serie ab 16 Jahren freigegeben. Finde ich, ich weiß es nicht, ob ich es übertrieben habe, das ist schon etwas länger her, wo ich den Anime gesehen habe, habe ihn jetzt aber gar nicht mehr so schlimm in Erinnerung gehabt. Geht jedenfalls dadurch, dass die in dieser Ladenstraße leben und da schließen halt nach und nach alle Geschäfte, weil ich sagte ja schon, das ist ein Phänomen, das ausstirbt, also sowas gibt es in Japan halt kaum noch, es zieht sich alles hin zu Einkaufszentren. Und so ist es dann eben auch, geht es halt auch den Charakteren und ihren Familien, die werden halt aus dieser Ladenstraße dann quasi notgedrungen vertrieben, weil sie sich einfach nicht mehr leisten können. Und dann reisen die beiden hier durch Zeit und Raum, landen auf einmal in der Steinzeit oder im Weltraum, in verschiedenen Dimensionen. Das hat mich alles so ein bisschen an die Serie Sliders, das Tor in eine fremde Dimension erinnert. Falls einem von euch das vielleicht noch was sagt, ist so eine, anfangs sehr, sehr gute, danach ja eher trashige 90er-Jahre-Serie ab der Mitte der dritten Staffel ungefähr. Jedenfalls, so sieht die Box dann aus. Ja, okay, hier ist es ein bisschen aufreizender, aber habe ich jetzt auch nicht mehr so die Erinnerungen dran. Aber ist eben sehr, sehr spartanisch aufgebaut. Und dabei ist dann eben hier ein Aufkleber, den man in vier Schritten abziehen kann. Und dann noch ein Poster in den A4. Also wirklich sehr, sehr wenig Inhalt, was man hier geboten bekommt. Ich muss sagen, mir hat die Anime-Serie halbwegs gut gefallen. Sie war auf jeden Fall lustig. Ich konnte, wurde auf jeden Fall unterhalten. Und auch das Abschlusslied, das zeigt halt nochmal so richtig gut, weil es mit realen Fotografien unterlegt wurde, wie es um die Shotengai in Japan so steht. Also auf jeden Fall sehr, sehr interessant gemacht. Ja, wenn einem so seichte und lustige Anime gefallen, dann kann man sicherlich auch bei Abenobashi zuschlagen. Aber ich denke, es gibt wesentlich bessere Anime da draußen und auch lustigere. Ist aber auf jeden Fall ein netter Zeitvertreib gewesen.
Ja, wenn euch jetzt irgendwelche Fragen auf der Zunge liegen, dann schreibt mir die gerne in die Kommentare. Ich würde die natürlich sehr, sehr gerne lesen und auch beantworten. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!